So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Peacemaker. Da fliegt ein Flugzeug. Yeah, schön. Wir sind in dieser Stadt gelandet. Es ist die Zone 0 oder so. Und wir gehen jetzt zu Jade. Nein, zu Troy, damit wir die Jade finden. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber ich wird schon wer sein. Neue Stadt, neue Karte. Schauen wir mal. Ja, komplett neue Karte. Müssen wir erst alles erforschen. Ui je, alles neu. Hier ist schön. So. Also, das heißt, wir müssen zu die zwei Tower dahinter, was ich mich erinnern kann. Na, dann gehen wir mal. Wie schaut es eigentlich aus mit unserer Munition? Ich sollte vielleicht nachschauen. Ich habe eine deutsche... Also. Ich hab die Waffe, ich hab die Waffe, ich hab... Oh, da habe ich nur noch 15 Schuss, okay. Aber da haben wir Schuss, passt. Okay. Wie werden wir gehen? Da rennen die Zombies übrigens auch am Dach herum. Da gehen wir mal dorthin. Schauen wir mal, was wir da finden, so für Sachen, für tolle oder auch nicht. Nix, nix, wieder nix, gar nix, nix. So, Schloss knacken. Na, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wie viel. Oh, wir haben da einen Dietrich. Oh. Passt. Tür offen. Schauen wir rein. Das... Ah, da. Oh, ein wertvoller Gegenstand. Oh, noch ein wertvoller Gegenstand. Edelsteine, super. Kommt jetzt ein Freshie? Wahrscheinlich, gell? Ja, ist schon weg daher. Okay, dann wechseln wir auf unseren Säbel. Wo ist er denn? Müsste gleich um die Ecke kommen. Da müsste er irgendwo stehen. Oh, hinter mir, verdammt. Wow, die sind da aber nicht so leicht zum Meier machen. Vor allem der nicht. So, ruhig. Was für ein Sack. Oh, der hat was Wertvolles, darum war er nicht so leicht zum Meier machen. Also wir haben gesehen, die Freshies sind ganz schnell da. Also sollten wir uns lieber leise fortbewegen. Oh. Kann ich Dietriche herstellen? Weil... Ja, zwei, okay. Das ist eh okay. Zwei Dietriche passt. Okay. Wir können auch da einen Taser-Mod, einen Benjamin Franklin-Mod und einen Sassi-Kilgale-Bum-Mod. Mit dem Brecheisen, super, das machen wir gleich. Okay, passt, Brecheisen ist da, das heißt wir wechseln, damit uns die Munition nicht ausgeht. Nämlich das Sturmgewehr zum Brecheisen. Die 9mm, ja, ich weiß nicht. Nehme ich mal die zweite Gartensichel, warum nicht, gehe ich da und raus? Dann, ah, jetzt kennen wir nicht mehr. Okay, das war das nur eins von die drei, okay. Da bräuchten wir alles. Da bräuchten wir auch alles. Ah, Metallteile, 6 Stück. Ja, na, das war's. Ah, was? Ah, na, Metallteile. Wir haben keine Metallteile. Das ist Arsch.
Das heißt, wir müssen uns auch Metallteile besorgen. Okay, na, machen wir mal das Schloss auf. Hoffe ich halt. Und schon ist der erste Dietrich wieder weg. Und schon haben wir das Schloss geknackt. Oh, Wurfmesser, super. Und Kaffee, okay. Kaffee, okay. So wie ich das sehe, ist das schön. Ole, ole. Gehen wir mal auf den Zombie da oben los. Vielleicht hat er irgendwas Spezielles für uns. Ah ja, jetzt ist er runtergeflogen. Ich komm schon, Zombie, ich komm schon. Ich weiß, du willst mich gern fressen. Und ich würde dich gern ausrauben. Und das mache ich jetzt auch. Und er hat nur 70 Dollar. Und das finde ich scheiße. Haben wir noch irgendwo einen Special Zombie? Nein, passt. Gehen wir weiter. Was ist das? Ein Bild von mir. So, die haltet ganz viel aus. Das heißt, da gehen wir jetzt hin. Ich habe keine Metallteile. Nein, wir gehen nicht hin. Wir können nämlich sonst die Waffen nicht mehr reparieren, wie wir alle wissen. Ja, dem Überlebenden kann ich jetzt aber auch nicht helfen, so leid es mir tut. Der wird wahrscheinlich sterben. Ich habe nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Können wir den helfen eventuell? Nein, der ist zu weit unten, gell? Das sind so viele Zombies. Ist da irgendwo ein Mistkübel? Bist du deppert? Blöd. Ich weiß, ich renne nicht zu den Türmen, obwohl ich dorthin gehöre. Ein Polizisten-Zombie. Hey, der hat vielleicht 9 mm Munition. Das ist sie nicht ausgegangen. Müssen wir den langen Weg gehen. Zigaretten, okay, warum nicht? Wo ist er? Freshie, okay. Na gut, dass ich den gesehen habe. Aber der Polizist ist jetzt weg. Na super. Da ist doch ein Polizist herum. Ist der runtergeflogen? Der ist wahrscheinlich runtergeflogen, hä? Ja, das heißt. Aber ich gehe da jetzt nicht runter. Ich habe zu wenig Munition für das. Beziehungsweise zu wenig Waffen. So, glaubst, schaffen wir das? Jo. Knapp aber doch, würde ich sagen, ne? Ja, gibt's ganz viel zum Entdecken, Oh. Da oben ist sicher eine Sicherheitszone. Eine sichere Sicherheitszone. Aber am Dach ist eigentlich ziemlich sicher, nur ein paar Zombies. Schau, von den Türmen komme ich dann in alle Richtungen leibend rein. Ah, da ist ein Fenster offen. Was gibt's da zum Finden? Schlossknacken, Mittel. Schauen wir mal. Ob das genauso aufgeht wie das andere? Na. Na. Fuck you. Ach Gott. Na, was ist los? Ach, jetzt haben wir keinen Dietrich mehr. Und auch keine Metallteile. Das ist Arsch. Das ist richtig Arsch. Richtig! So, schauen wir, ob wir ein Medipackerl herstellen können. Ja, können wir. Machen wir. Kann man immer brauchen, oder? Habe ich den jetzt nicht hergestellt, oder was? Oh ja. Oh ja, passt. Okay, da kommen wir jetzt nicht rein. Merken wir uns für später.
Wie schaut's da aus? Da komme ich gar nicht raus. Was ist das? Wieso schaltet sich da die Lampe an? Witzige Geschichte. So, ich glaube, sonst findet man da eh nichts. Nein. Nein. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Gut. Das heißt, wir müssen darüber. Wie gehen wir? Wir gehen von da. Flashy. Wo ist er? Ah, könnte doch ein Zombie von unten gewesen sein. Oh, eine Tasche. Cool. Flashy. Wo ist er? Please help us. Ich dachte, ich war gerade drin, da war niemand da. Okay, liebe YouTube-Freunde, ich glaube, wir werden das Kabel da drüben benutzen. Flashy, wo? Oh, ich habe eine Kiste übersehen. Ah, da unten. Scheiße. Ich kann nicht zuschauen, wenn einer in Gefahr ist. Au, weh, jetzt habe ich mir die Knochen gebrochen. Alter, da war ja gar keiner. Ja, wir haben es probiert. Keine Ahnung, wer mich dort erwischt hat. Da waren zwei Zombies. Einer ist vorgerannt, einen habe ich in den Kopf abgeschlagen. Und trotzdem bin ich gestorben. Jetzt bin ich wieder ganz hinten. Das habe ich davon, dass ich irgendwem helfen will. Ah ja, alle Zombies wieder da. Und meine Waffe... Ah ja, das ist ja in dem Spiel so. Okay, das heißt, wir nehmen heute... Wir nehmen jetzt einen anderen Weg. Einen sichereren Weg. Mit weniger Freshies. Oh, fuck you, Alter. Scheiße. Ach Gott. Jetzt muss ich durch die Straßen laufen, verdammt. Schon wieder ein Freshie. Die Bude da ist echt voll mit Freshies, die Stadt. Na komm. Na komm, komm rauf. Ich warte nur auf dich. Scheiße, jetzt kommt ein zweiter Freshie auch. Dann muss ich weg. Ach Gott! Ah, der fliegt jetzt die ganze Zeit nur runter, einer. Jetzt kommt ein dritter Freshie. What the fuck? Ach Gott, der fliegt überall runter. Geht mir das am Arsch? Fliegt er überall runter? Jetzt... Waffe wechseln. Wir haben ja keine Metallteile. Okay, der ist Meier. Puh. Du wahnsinnig, da geht's. Oh, Burschen und Mädels. Und er fliegt schon wieder runter. Na, Gott sei Dank nicht. So. Gehen wir zu den zwei Türmen. Das ist echt eine heftige Welt da. Bist du wahnsinnig, da wimmelt's ja überall von Zombies. Komm ich da jetzt drüber? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Hast du was für mich? Nein, wahrscheinlich nicht. Was macht der? So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt gehe ich nicht auf die Kabeln, weil da fliege ich wieder nur durch. Wir gehen jetzt schnurstracks zu den zwei Türmen. Egal, ob da Fresh ist, Zombies oder sonst irgendwas ist. Ich brauche einen Händler. Ja, über die Solarpaneele. Ah, gehen wir einfach außen. Warte, 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 warte. Da drinnen kommen Zombies. Nein, wir gehen über die Solarpaneele.
Oh, das ist weiter entfernt. Passt. 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 Super. So, jetzt haben wir es gleich wieder geschafft. Ich hoffe, dass uns nicht wieder lauter Freshies angreifen. Schau, der hört auf zum Laufen, wenn ich will, dass er weiterläuft. Ich hoffe, der rennt da jetzt drauf. Jawohl. So, wir sind bei den zwei Türmen. Jetzt müssen wir nur noch raufkommen. Sicherheitszone freigeschaltet. Sehr gut. Die sind da anscheinend ganz wichtig. Da geht's abholen. Das ist ja nicht mehr. Schau, und von da oben, glaubt man, da sind nirgendwo Zombies. Dabei sind da überall Zombies. Ja, da rennt einer. Ein einziger. Sobald du unten bist, bist du umzingelt von Zombies. So, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ja. Ja, der bin ich. Ich bin Michael. Troy wartet im Loft auf dich. Gut, dich hier bei uns zu haben. Okay. Da war irgendwas. Ah, da kann ich Herausforderungen annehmen, okay. Crane! Was eine Ehre. Ich bin Savvy, der Technikfreak hier bei uns. Ich habe das Funkstörsignal beinahe durchbrochen. Hier, sprich mit Troy. Hallo, Kyle Crane. Schön, endlich mal das Gesicht zur Stimme zu sehen. Du suchst nach Jade Aldemir, oder? Ja, ja, hast du sie gesehen? Weißt du, wo sie ist? Jade, hier ist Troy. Hörst du mich? Was gibt's, Troy? Jade, ich bin's, Crane. Ich weiß, dass du zu Kemptons Klinik willst, aber da sind Massen an Zombies. Und da ist Schläger. Ich komme und helfe dir. Crane, lass mich in Ruhe. Wenn ich deine Stimme höre, denke ich ständig an Reihen. Bitte hör mir zu. Die Sache ist die. Der GRE hat mich angeheuert, okay? Ich sollte rausfinden, wem Reis die vertrauliche Datei geschickt hatte. Aber das ist jetzt egal, denn das Ministerium hat sich gemeldet. Jade, sie wollten die Stadt bombardieren, aber ich konnte sie überreden zu warten. Denn sie wollen die Forschungsdaten, die du hast. Wir müssen ihnen irgendwie mitteilen, dass wir die Daten haben. Du Bastard! Du verlogener Bastard! Jade! Verflucht. Crane. Jade war bei unserem letzten Kontakt in der Universität, östlich von hier. Falls von deiner Geschichte auch nur ein Funken wahr ist, musst du sie finden. Also diese Jade ist echt nachtragend. Jetzt ehrlich, jetzt haben wir ja eh schon alles gestanden und sie kann nur dran denken, dass wir es angelogen haben, obwohl die Stadt bombardiert wird. Hallo? Bisschen nachdenken vielleicht? So eine blöde Kuh. So. Jetzt müssen wir wieder runter zu den Zombies. Gibt es da irgendwo einen Shop oder sowas? Das war auch schon cool. Ich meine, es gibt einen, aber da muss ich runter. Okay. Dann gehen wir mal runter. Noch weiter runter. Brauchst du was Neues? Ah ja. So, was hat der für uns? Armeewurfmesser. Was, wieso habe ich so wenig Geld? Ich sammle die ganze Zeit Geld? Und hab keins. Haha, ist ja gemein. Ah, aber ich kann Pistolen und Schrotflintenmunition kaufen. Und Metallteile, ja, Metallteile. Dann nehmen wir Pistolenmunition. 3 Schuss kann ich kaufen, oder was? Ist das euer Ernst oder 3 Magazine? Ich hoffe, es sind 3 Magazine. So, Gewehrmunition kaufen wir auch 3. Kein freier Slot für Gewehrmunition. Ist ja echt. Ja, da muss ich was verkaufen. Wir verkaufen das Polizeigewehr, das Sturmgewehr, das Sturmgewehr. Die einsame Gartensichel.
Die mittelalterliche Wurfaxt, alle zwei, die brauchen wir nicht. Die Armeemesser kalten wir uns, Molotow-Cocktail kalten wir uns, die Edelsteine, die Tasche, Kaffee, Zigaretten. So, und ja, na, da kriege ich nichts dafür, das kalten wir uns. So. Schaut schon ein bisschen besser aus. Ein Küchenmesser, nicht toll. Ein Bogen. Ah, ein Bogen. Den nehme ich. Und Pfeile nehme ich auch. 900. Und Gewehrmunition. Kein freier Slot. Schrotflintenmunition. Oh ja, Schrotflintenmunition ist frei. Warum kann ich keine Gewehrmunition? Habe ich so viel Munition für dieses Gewehr oder was? Wahrscheinlich. Anscheinend. So. Was ist mit dir? Bist du Crane? Ja. Siehst jedenfalls aus wie er. Ja, der bin ich. Was machst du hier, Kleiner? Hosenscheißer. Bist du ganz allein? Papa ist vor 2 Tagen gestorben. Aber er hat mir beigebracht zu überleben. Papa hat einen Geheimvorrat für Crane zurückgelassen. Wenn du beweisen kannst, dass du es bist, kriegst du ihn. Okay, aber wie soll ich beweisen, dass ich es bin? Geh raus und zeig mir, wie schnell du bist. Papa hat gesagt, Crane ist schneller als alle anderen. Also sei einfach schnell. Also sei einfach schnell. Das ist sicher eine Mission, die ich erst annehmen muss. Opa, das machen wir später. So. Jetzt wollte ich was machen. Genau, ich kann irgendwas herstellen. Nämlich. Ah ja, Caesar-Mod, Zahnarzt-Mod, nein, Benjamin Franklin. Pfeile kann ich auch herstellen. Inventar kein Platz mehr. Okay, dann machen wir den Tesamond. Mit dem Kupfermesser. Okay, von mir aus. So, das heißt, wir haben... Wo ist denn das Ausbeinmesser? Ist das das gewesen? Ja. Oder war das das Kupfermesser was? Das tauschen wir aus. Dann nehmen wir uns den Bogen statt der Gartensichel, weil die ist eh kaputt. Und die Gartensichel, glaube ich, können wir eh nicht mehr reparieren, deswegen werden wir sie zerlegen. So. Passt, schauen wir mal. Der Bogen. Achso, da muss ich erst aus der Sicherheitszone raus. Ja, falsche Richtung, da muss man hin. Ja, da muss ich noch auf Stücke rauf. Okay. Ja, die Richtung passt. Dort gehen wir hin. Na, siehst. Ja, die wollen mich doch verarschen. Da kann man doch normalerweise runter. Ich will... Alter! Wieso geht der jetzt nur auf das andere Seil? Ja, wurscht, dann gehe ich halt manuell runter, bevor ich mal alles brich. So, Sicherheitszone sind wir jetzt eh draußen. Den Bogen wollte ich nehmen. Ah ja, okay. Und wie ziele ich mit dem? Ah ja, okay. Und die Pfeile kann ich auch wieder nehmen. Das ist super. Ich höre einen Freshie irgendwo. Kann ich den von da oben schon sehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Das wäre ja zu einfach, ne?
Schauen wir, wie weit der Bogen geht. Den haben wir getroffen, aber anscheinend nicht gut. Crane, Troy hier. Was gibt's? Savi hatte einen Einfall, wie wir das Funkstörsignal durchdringen können. Er wird an seinem Plan arbeiten, während du nach Jade suchst. Melde mich wieder. Schauen wir mal, ob wir von da besser kalt machen. Geh den Infizierten aus dem Weg, ja. Gefährlich waren sie schon immer, aber jetzt sind diese Mistkerle so zäh wie nie zuvor. Okay. Der will nach den Sternen greifen. So, ich glaube, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn. Passt. So, jetzt müssen wir nur noch den da kalt machen. Es ist ein Freshie, gell? Nein. Der war schön. Ach, der war nix. Der war zu nah unten. Geh bitte, glaubst du, ich triff die? Ach Gott, scheiß drauf. Wo sind meine Pfeile? Weg. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Passt. Ich glaube, wir können wieder ein Medipack herstellen. Mal schauen. Nope, können wir nicht. Aber neue Pfeile können wir herstellen. Nein, die Metallteile kalten wir uns auf, falls wir Waffe reparieren müssen, weil wir haben noch keine anderen gefunden. So, da ist noch was drin. Ja, Metallteile passt. Ein Dietrich, sehr gut. Also. Na, da waren nur 9 Dollar drin. Okay, passt. Besser ist gar nichts, oder? So. Wo sind wir da? Wo ist der Zombie? Der ist nicht da. Ich habe aber einen gehört. Scheiß drauf. So, okay, schwingen wir uns darüber. Wir sollen denen aus dem Weg gehen. Das heißt, wir müssen uns so oft wie möglich oben bewegen. Kannst du darauf hupfen? Wahrscheinlich. Oh! Grüß euch! Tag, grüß Gott, Tag! Liebe Zombies! Und. Oh! Liebe Zombies! Wir sind heute hier zusammengekommen, um mich aufzufressen. Wo gehöre ich hin da drüber? Sehr schwer. Ich habe zu wenig Dietrich für schwere Schlösser. Da kriege ich es nicht auf. Okay. C sind's. Also durch solche Massen sollten wir uns nicht durchschlagen anscheinend. Weil wir sonst ganz schön blöd aus der Wäsche schauen werden. Ah, Trockenobst. Okay, nehme ich. Ich brauche keinen Medipack. Ah, Schlossknacken. Na, Schlossknacken lassen wir dabei. Bis wir wieder genug Dietriche haben. Was haben wir da? Alkohol, sehr gut, brauchen wir zum Medipackerl herstellen. So, da ist nichts, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Kann ich da die Kasse berauben? Jawohl. 99 Dollar, super. Da hängt einer. Das war mal ein Zombie. Den haben sie aufgehängt. Als Mahnmal wahrscheinlich. Ha? Wow. Ja, wo kommst du auf einmal her? Schön leise, der Pfeil und Bogen. Gefällt mir. Da mache ich keine Freshes auf mich aufmerksam. Bist du wahnsinnig? Da sind so viele Zombies unterwegs. Runterfliegen ist da echt eine schlechte Idee.
So. Okay, ich glaube, da drüben ist das dann, wo wir hinkören. Da sitzt schon einer. Servus. Hey, haben Sie eine Frau namens Jade Aldemir gesehen? Lange dunkle Haare, so eine Taffe. Ja, hatte ich. Sie hat mit dem da drüben gesprochen. Danke. Das ist sehr witzig. Der sagt, mit dem da drüben, zeigt aber nirgends hin. Mit dem Zombie da drüben hat's gesprochen? Okay, verstehe. Muss ich da jetzt drauf oder muss ich da rein? Rein, okay. Jade? Jade? Bist du hier? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Keine Spur von Jade. Mist. Wer hat mich das jetzt gefragt? Das mich interessieren. War es ein Geist? Nein, es war sicher irgendwer, aber ich weiß nicht wer. Na, wo bist du, alter Mann? Es hat. Ah, der wahrscheinlich. Fidan. Hey, können Sie mir helfen? Ich suche nach einer jungen Frau. Dunkle Haare, zierlich, schlagfertig. Sie heißt Jade Aldemir. Ja, die war hier. Sie haben sie gerade verpasst. Sie saß hier eine Weile mit finsterer Miene herum und verschwand dann. Scheiße. Hat sie gesagt, wohin sie wollte? Nein. Aber Sie sind Crane, richtig? Das ist von ihr. Amir, warum hat sie das für mich dagelassen? Keine Ahnung. Aber sie bat mich, Ihnen etwas zu sagen. Nicht noch einmal. Was immer das heißen soll. Okay. Was heißt nicht noch einmal? Hey, schau, ein Händler. Industrieegel. Na, pfeift. Oh. Rostige Schrotflinte. Na, scheiß auf die rostige Schrotflinte. Wir kaufen uns noch ein paar Armeewurfmesser. Eins. Ah ja, okay. Ja, können wir uns ja leisten. Was brauchen wir noch? Das war's eigentlich schon wieder, ne? Pfeile haben wir dabei eh noch. Ja, passt. Danke. Wiederschauen. Nicht noch einmal. Gut, wir gehen einmal rauf. Weil ich habe keine Ahnung, was die uns damit sagen will. Mit dem Foto. Naja, wahrscheinlich, sie will nicht zulassen, dass noch einmal ein Freund von ihr stirbt und deswegen. Jade Crane hier. Hörst du mich? Jade, kannst du mich hören? Troy Crane hier. Bist du da? Gut, dass ich dich erwische. Savi hat es geschafft, das Störsignal zu durchdringen. Komm am besten zurück. Du musst das einfach sehen. Warum? Was muss ich sehen? Was da draußen passiert. Du musst es mit deinen eigenen Augen sehen. Komm schnell zurück. Ich meine es ernst. Puh, das war knapp. Ich habe aber 3 Pfeile geschossen. Wo ist der dritte? Der ist wahrscheinlich drüber gezogen oder so. Tschau's. Gut, das heißt, wir müssen wieder zurück zum Turm. Da ist ein Händler. Was? Ja, ich habe auf meine Ausdauer schon wieder nicht geschaut. Pfad, die sind angriffslustig da. Schau dir das an. Boah, die Ausdauer geht mir auf die Nerven, das sage ich euch. Keine Ausdauer, der Typ, wirklich. Wie ist denn der im Bett? Hä?
Hat mich echt interessieren. Muss ich da schwach matt sein, ehrlich jetzt. So gut, ich glaube, die mache ich lieber aus sicherer Entfernung, es sei denn, er haut sich da jetzt runter. Ich glaube nämlich, ich muss da durch, ne? Wo ist denn der Turm? Wo ist denn der jetzt schon wieder? Hinter mir. Okay, da muss ich nicht durch. Ich bin wieder zurückgegangen. Ich bin wieder zurückgegangen. Fühlte mich dort so gefangen. Aschi wackeln, Aschi wackeln. Hahaha. Und schon geht's los. Okay, und jetzt sind wir da. Und was machen wir da? Nix machen wir da. Wir schauen neugierig da rein. Und da raus. Opa! Da, oh ja, Kühlschrank. Da ist doch sicher was zum Essen drin. Jawohl. Halber. Was, das gibt nur 10 Energie. Ihr seid ja echte Schweine. Kann ich mit dem Alkohol? Nein, weil da brauche ich Mull auch, gell? Ja. Warrior-Klo, aber 3... Nein, ich brauche die Metallteile. Ich kann nicht die Tricher herstellen. Obwohl das schon sehr... Da waren wertvolle Sachen drin, aber die habe ich schon genommen. Deswegen glaube ich nicht, dass die da noch drin sind. Gut, das heißt, wir gehen weiter. Wir gehen weiter, ganz heiter. Wir sind so viel gescheiter. Renne ich jetzt schon wieder in die falsche Richtung, gell? Dort muss ich hin. Meine Güte, der hat keine Orientierungssinn, der Peacemaker, wirklich. Nein, ist mir zu riskant. Wir gehen andere Seite. Das war Geländer genau in die Eier rein. Ah, das muss Wettern haben. Bist du wahnsinnig. Harte Sau. Nur halt keine Ausdauer, ne? Der liebe Herr Crane. Voll in die Birne mit den Pfeilen. So gehört das zuweilen. Ah, scheiße, den muss ich sicher knacken. Fuck. Ja, schauen wir mal. Mittel ist ja eh meistens... Ja, wenn der zerbricht, hören wir auf und gehen weiter. Schaut aber... Schaut aber eigentlich recht gut aus. Oder auch nicht. Ja, schaut gut aus. Passt. Sag mal, lebt der Zombie noch? Na. Hat mich schon gerissen, hä? Wir haben auch Wurfmesser zu Genüge inzwischen. Ein Suizid-Zombie. Nicht schlecht. Der ist ja mit Kopfsprung da jetzt runtergesprungen, hä? Der wollte nicht mehr. Der hat meinen Bogen gesehen und hat sich gedacht, nein, ich mag nicht mehr, da unten liegt. Ja. Ich hab Angst gehabt vor meinem Bogen. Ist davon gelaufen. Weil, der ist so leise, dass keine Flashes kommen. Da drüben liegt nicht Ruhe. Schau mal, ob ich den Zombie triff. Mit dem Joypad ist das immer so eine Geschichte. Schau, und wie ich ziel, geht er einen Schritt. Bleib liegen. Ah, das war zu wenig aufgezogen. Nicht Suizid. Nein, 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 nein. Ach Gott, jetzt ist mein Pfeil weg. Einen habe ich ja daneben geschossen. Freshy? Da hinten. Oder ist das ein normaler? Na, ist ein normaler. Wo? Ich höre ihn nur, aber ich sehe ihn nirgends. Ach scheiße, jetzt habe ich schon wieder einen Pfeil verloren, weil der da runtergeflogen ist. Wo? Wo ist der? Ich höre ihn ja. Ah, der ist tot. Sollte ich mal meinen Pfeil holen gehen? Da stehen eine Reiche von Race-Männern. Race. Von Race-Männern. Ray. Ich könnte doch alles da in die Luft jagen, indem ich auf das Fass schieße.
Ja. Okay, die holen sich da die Freshies. Wir hauen ab von da. Ah, oh nein, da ist eine Kiste. Ach, schon wieder Schloss knacken. Ja, ach, mein Dietrich ist eh so. Das ist ja schnell gegangen. Eine Gartensichel und noch mehr Kaffee. Und, wie macht sie euch? Ja, ihr schlagt euch super. Da kommen die ganzen Freshies. Aber denen scheint das wurscht zu sein, dass mit dem Geschieße noch mehr Freshies an Leuten. Alter, heute kann es wieder. Nein, der fliegt schon wieder überall runter. Geht mich nichts an. Macht euch das selber aus. Na, schauen wir mal, was ich mal so anschauen muss. Na, schauen wir mal, was es abgefangen hat, die Troy. Egal, wie oft ich es mir ansehe, ich kann es einfach nicht glauben. Ein internes Dokument der Global Relief Effort weist darauf hin, dass der GRE in eine weitreichende kriminelle Verschwörung verwickelt ist. Es war nicht die Absicht des GRE, ein Heilmittel für den Haran-Virus zu finden. Stattdessen wollten sie ihn waffenfähig machen, um ihn an den Höchstbietenden zu verkaufen. Nein, nein, vorwärts zum wichtigen Teil. Ich war der Letzte in der Quarantänezone. Ich kann's nicht fassen, dass ich noch lebe. Ich habe es tatsächlich geschafft. Wir trauern um die Opfer, aber wie schon der Präsident in seiner Rede heute sagte, Leben ist für die Lebenden. Wir müssen nach vorne schauen. Die Suche des Militärs nach Überlebenden in Haran wurde abgebrochen. Die Stadt ist vollständig in der Hand der Infizierten. Laut Oberst Taylor werden die Dekontaminierungsmaßnahmen jegliche Infektionsgefahr beseitigen. Das war das Ministerium. Das ist ihre Ausrede, um die Auslöschung einer ganzen Stadt zu rechtfertigen. Crane, warte. Wir haben bereits eine Idee, wie wir eine Botschaft an die Außenwelt senden können. Wir wollen in einem Gebäude Sprengsätze anbringen und Brände in einem Muster entzünden. Zombies können sowas nicht. Michael, einer unserer Kuriere ist zwar schon in diesem Gebäude, kommt aber nicht in die oberen Etagen. So viele Beißer. Ich gebe es nur ungern zu, aber niemand von uns ist stark genug, ihm helfen zu können. Wir müssen jetzt sofort etwas tun, oder wir alle werden den Bomben des Ministeriums zum Opfer fallen. Sag Michael Bescheid, dass ich ihm helfen werde. Kannst du versuchen, Jade zu kontaktieren und sie zu einem Treffen überreden? Ich verspreche es dir. Rais hat Schocktruppen in die Altstadt entsandt. Sie sind erst seit ein paar Wochen hier, aber sie richten jede Menge Schaden an. Sie unternehmen Raubzüge und versetzen die Überlebenden in Angst und Schrecken. Rais hat wohl die Anweisung erteilt, so brutal wie möglich vorzugehen. Alle sollen wissen, dass er da ist. Sie haben sich gut verschanzt. Neben ihrem Hauptquartier nutzen sie zwei Außenposten, um Vorräte zu sammeln. Sie horten da eine Menge Kram. Ich könnte Vorräte gebrauchen. Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Wo sind die Stützpunkte? Einer ist in einem Bürobau, der andere in einer Funkstation. Ich schau dort mal vorbei. Okay, das heißt, wir schauen, dass wir den Außenposten Meier machen, bevor wir irgendwas anderes machen. Ja. Ja, das ist wieder das da oben, wo... Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht da runterfliege. Was ist das jetzt? Ah ja, die Herausforderung, genau. Gut.
Auf das kann ich anscheinend nicht. Ich kann nur auf das drauf gehen, okay? Ja, das geht nur auf das. So ein Sack. So. Ein Leuchtsignal ganz in der Nähe. Da sitzt jemand in der Patsche. Derjenige macht's nicht lange. Das Schlimmste ist nicht ihr Aussehen. Es ist dieser Verwesungsgestank und die Geräusche, die sie machen. Da läuft seinen kalten Rücken runter. Nein! So, ich glaube, ich schmeiß denen das drüber. So, schauen wir, ob wir die auch Meier machen können mit Pfeil und Bogen. Okay, die sind vielleicht gut. Nein, die sind rot markiert. Haben die Schusswaffen? Seht ihr das? Ich glaube, die haben keine Schusswaffen. Na, schauen wir mal, ob wir da... Ah, da oben geht auch einer. Ah nein, es scheint ein Zombie zu sein. Was soll der Scheiß? Passt, wir haben's Meier gemacht. Und einen Bauplan haben wir auch gefunden. Und ist der tot? Oder lebt er noch? Wow, wow, Freshie. Hat mich aber nicht gesehen, Gott sei Dank. Aber er wird mich gleich sehen, ich bin mir sicher. Noch einer? Nein, das war der. Freshies sind da echt viele unterwegs. Also Beißer. Die sagen ja Beißer dazu, aber für mich sind das Freshies. Da ist der Kiewerer. Nicht flieg runter, Kiewerer. Wir haben ihn. Jetzt muss ich nur noch rüberkommen irgendwie. Ah. Ah. Passt. Und? Nein, er hat keine Munition. Schade eigentlich. Hätte mir gedacht, Polizei hat Munition dabei. Okay, wir müssen darüber. Sollten wir vielleicht das dort aktivieren, das Sicherheitslager? Schauen wir mal, ob wir das aktivieren können. Wenn es nicht zu weit weg ist. Aber das scheint etwas weiter weg zu sein. Naja, na, so weit ist auch wieder nicht. Und wo ist das? Okay. Ah ja. Ja, na, dann aktivieren wir zuerst das Lager da hinten, würde ich sagen. Oh, ein Zombie.
Ah, ich könnte Sprengpfeile irgendwann herstellen, wenn ich einen Bauplan finde. Jetzt habe ich aber keine Ahnung. Ah ja. Wir gehen auf normale Pfeile. Wow, wir haben da urviel Pfeilmöglichkeiten. Strompfeil, geil. Kann ich das nicht vielleicht schon herstellen? Pfeile 3. Nein, nur normale Pfeile kann ich herstellen. Okay. Na, gehen nur normale Pfeile. Ah, warte, vielleicht sind da ja welche dabei. Flüssigkeiten, Wurfsterne, Granaten, Giftgranaten, lähmende Granaten, selbstgebaute Granaten. Ja. Na, können wir nur normale Pfeile dabei noch benutzen. Aber gut zum Wissen, es gibt Sprengpfeile auch. Cool. So, gehen wir darüber, machen wir den Meier. Ja, ist ja klar, dass die sich jetzt genau bewegt, wenn ich drauf ziele. Ha! Erwischt. Und wieder erwischt. Und wieder erwischt. Sie kommt eh schon her. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Bleib ja oben. Passt, ich glaube, wir haben's. Nein, jetzt ist runtergesprungen, die blöde Kuh. Was Chance. Okay, da scheinen eh nicht so viele Zombies herumzulaufen. Es ist nur verdammt hoch. Und ich habe mir die Füße... Nein, ich habe mir das Genick gebrochen. Super, 5 Pfeile für den Arsch verschossen. Und wir sind wieder am Lager. Okay, aber jetzt verteilen wir unsere Fertigkeitspunkte. Ist eh nur einer. So, was haben wir da? Werden Sie ein Meister in der Falschkunst? Ladenpreise sinken um weitere 10%. Passt. So, haben wir verteilt. Und jetzt machen wir uns am besten einen direkten Weg dorthin. Weil sonst, wenn wir dort ankommen, haben wir keine Pfeile mehr und gar nichts mehr und sterben fürchterlich. So. Ober. Wir machen das wieder mit dem Seil. Auf dem Seil, das nicht funktioniert. Das heißt, wir springen darunter. Puh, das war knapp. Bist du wahnsinnig? Das war echt knapp. Jetzt hätte ich wieder mal die Füße gebrochen. So, wir sind gleich bei der Festung. Da waren wir schon drin, okay. Na, geh wieder raus. So, da drüben ist das... Ah ja, ich sehe schon, da steht einer. Wow, da ist ein Zombie irgendwo. Rauskommen. Aber wo? Da eventuell? Nope. 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 Ah, da ist er. So, bei denen Wichsern kommen wir nicht weit mit unseren Pfeilen. Da müssen wir einen Kopfschuss verteilen. Ja, anders wird es nicht funktionieren. Oh, das macht wieder einen Wirbel, dann sind wieder überall... Ach Gott, scheiße. Wir versuchen es mit der Pistole am besten. So, ich behalte mal den Pfeil und Bogen trotzdem, weil vielleicht kann ich ihn ja ablenken, indem ich ihn einen Pfeil ins Hirn jag. Vielleicht sieht er mich ja gar nicht, das wäre überhaupt am geilsten. Aha, die haben einen Graben da dazwischen. Da unten stehen Zombies. Kommt der jetzt daher und schaut? Nein, der geht darüber und schaut. Okay. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Da bist du ja. Er läuft.
Schau, der trifft mich. Ist das zum Glauben? Oh, hallo. Okay. Ich würde sagen, wir rennen da einfach rüber. Die ballern aber auch die ganze Zeit. Schau, wie der ballert. Der schießt auf die Wand. Stehen da irgendwo Fässer vielleicht herum? Nein. Okay, wir rennen einfach rüber. Vielleicht funktioniert's ja. So. Er kann mich zwar jetzt nicht abknallen, aber ich ihm auch nicht. Ne? Wo steht er denn? Da drüben steht er. Okay. Und da steht noch einer. Fuck. Ja, ja, bald. Warte. Bald. Passt, den haben wir. Kopfschüsse sind immer sehr wirksam. Da kommt jetzt noch einer. Passt, den nehmen wir auch. Passt. Okay, wir müssen runter anscheinend. Aber wie? Haha, vor allem wo? Ah, ich verstehe. Glasboden. Oder? Nein, voll nicht. Ja, gehen wir mal weiter. Ah, da ist ein Eingang nach unten. Zuerst schaue ich mir aber die Kiste an, Mittel, das sollte man ja eigentlich schaffen. Passt. Oh, noch eine Sprechstange, aber unser Inventar ist voll, das heißt, wir brauchen sie nicht. Läuten da jetzt Glocken? Aha, okay. Da ist nix, okay. Was soll das mit der Glocke? Die macht mich ganz deppert. Geht mir die auf die Nerven. So, ein Medikit können wir herstellen. Was wir natürlich auch sofort machen. Aber die Glocke nervt noch immer, ne? Wo ist da eine Kirche? What the? Wo schießt da wer? Da komme ich nicht weiter, okay. Die kriege ich auch nicht auf. So ist aber auch. Ah ja. Fast. Ich habe 46 Schuss. Wo bin der auf einmal daher? Also ich habe gekauft, genau. Oh ja, mache ich aber. Weil ich habe nur eine Puffen und ich muss euch alle wegpuffen. Ah, da ist er. Hat ich fast nicht gesehen, mein Freund. Passt, den haben wir auch. So, ich glaube, jetzt ist keiner mehr da.
Au! Inventar voll. Inventar voll. Gewehrmunition voll. Okay. Brauche ich alles nicht. Schauen wir weiter. Was ist da drinnen? Was zum Essen? Sehr gut. Was haben wir noch? Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich auch nichts, nix. Hey, das könnte mir volle Energie geben. Aber ich kann es nicht nehmen, verdammt. So. Nur gehen wir weiter runter, ne? So wie es da angezeigt wird, muss ich weiter runter. Keine Bewegung! Hier spricht das was in etwas. Was, da kann ich nicht rein? Da steht eine Tasche, in die ich nicht rein kann. Ist ja ungemein. Okay. Das heißt, da geht's nicht irgends weiter. Das heißt, wir gehen wieder... Ah, warte mal. Ein Aufzug. Halten und begeben Sie sich in die Büroräume. Okay, jetzt sollten wir eigentlich im Büro sein. Uff, da geht's ganz weit oben. Ah ja, okay. Ich habe jetzt dreimal da drauf gedrückt. Glaubst du, der hätte jetzt geschossen? Passt. Medipackel. Hab ich dich, du Pisser! Na komm. Lass mich nicht drauf. Wichser. Da stehen auch noch zwei, aber die sind weiter unten anscheinend. Ich komm da nicht raus, oder was? Oh ja. Wow, wo? Wo, 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 wo? Ja, die sind unten, die sind unten. Passt. Da kommt noch einer. Oder ist der unter mir? Nein, da drüben ist noch einer auf meiner Ebene. Die Pfeile helfen mir überhaupt nicht weiter. Keine Ahnung, wo die stehen. Sind die unter mir? Wo sind die? Ja, Medikit kann ich keins herstellen. War ja so klar, ne? Dort liegt was, die Nacht bricht dann auch noch, super. Eugen, denn die sieht man so schlecht. Wah! Ich könnte mich ärgern, wirklich. Das tue ich auch. Ich tue es auch. Ich ärgere mich. Meine Munition ist natürlich im After. Und die sind... Nein, die sind nicht alle wieder am Leben. Okay, passt. Na, wenigstens sowas. Jetzt weiß ich, wo du stehst, du Sack. Komm vor.
Ich sehe die so schlecht. Fah, die treffen mich immer, das ist nicht mehr normal. Puh. Der war mehr Glück. Ich brauche einen Verbandsbackerl unbedingt. Ja, es sind nur 42 Dollar, verdammt. Was ist das? 34 Dollar. Seit wann sind 34 Dollar so dick verpackt? Was soll denn der Schwachsinn? Ich wünschte, ich hätte etwas sehen. Wirklich. Ich hol mir mein Gewehr. Weil die Munition habe ich eh voll. Und wir tauschen aus mit dem Armeespaten. Schuss, das ist ja gar nicht einmal so schlecht. Ich weiß, dass da wer ist. Ich glaube, es sind sogar zwei. Glaubst du, ich sehe den? Es ist ja wieder typisch. Keine Ahnung, wo der jetzt hingerannt ist. Gerade noch war er da. Jetzt ist er auf einmal woanders. Ich hoffe, der steht weiter mit dem Rücken zu mir, dann kann ich ihn von hinten abknallen. Er müsste doch da vorne irgendwo stehen jetzt. Ja, ich sehe den nicht, der steht genau da irgendwo und ich sehe ihn einfach nicht. Ah, der ist runtergegangen wahrscheinlich da. Eventuell, möglicherweise. Das steht genau unter mir, oder was? Also die Anzeige um. Ah, warte, 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 er geht zurück, er geht zurück, er geht zurück. Oh! Wo steht der Sack? Ist das die Möglichkeit? Ich sehe nichts, wenn ich ziel. Warum schießt von da drüben jetzt da wer? Was soll denn der Schwachsinn? Ich komm von da drüben, da war keiner. Fuck you, Alter, wirklich. Und ich bin wieder am Anfang. War ja klar. Und der springt jetzt den Aufzugsschacht runter, oder was? Na, Alter. Was ist mit dem Spiel los? Der steckt jetzt da unten im Aufzugsschacht fest, oder wie darf ich das verstehen? Alter, jetzt springt der neben einen Aufzug, anstatt drauf. Fuck, geht mir das auf die Nerven. Steht auf einmal, neben mir war eine Wand. Wie hat der mich abknallen können? Das ist echt, ist mir echt ein Rätsel. Und Licht darf ich ja nicht einschalten, sonst sieht man mich ja gleich, ne? Alter, jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Ach, hör auf zum Ziel, das hat ja keinen Sinn mit dem, wirklich. Anschleichen beim Arscherkorl, einer. Na komm, Wichser.
Sackelpicker, blöder. Geht's mir schon auf die Nerven, Mann. Jetzt schieße ich euch alle ab und knall euch so den Arsch voll, ihr blöden Penner. Einer fehlt noch. Wo ist er? Wo ist er? Komm. Die Schnauze voll von euch. Wo bist du? Du Arschloch. Verstecken tust dich, gell? Na, du bist ein toller Haberer, anstatt dass deine Haberer da rächst. Wo ist der? Ich schwöre, keine Ahnung, wo der steht. Jetzt rennt er genau auf mir herum, der wird da oben sein. Ah, unten. Unten ist er. Wichser. Komm! Ja, der versteckt sich immer und taucht dann irgendwo neben mir wieder auf, ja. Der steht doch da irgendwo. Ah, da. Ich dich auch, komm. Komm noch mal raus. Komm. Jetzt traut er sich nicht mehr. Blöder Arschwichser, blöde Sau, Depperte. Und Medipackung findet man natürlich keine. Das ist echt, das Spiel manchmal frage ich mich echt. Ich jetzt kommen auf einmal 5 neue Gegner. Super, danke. Das brauche ich jetzt da. 5 neue Gegner, ne? Ich habe überhaupt keine Orientierung da drin, ich schwöre, das kann ich euch sagen. Wow, wow. Wo ist der? Der wird mir doch da angezeigt. Schau, der rennt an mir vorbei. Wo ist der? Der war schön. Da kommt jetzt wieder einer. Nein, der rennt in die andere Richtung, okay. Alter, der steht auf einmal neben mir, oder was? Ich meine, der rennt vor und dann steht er auf einmal neben mir. Ich meine, das ist ja nicht mehr fair, oder? Blödes Spiel, geschissenes. Wirklich. Depperte Sau, depperte. Ja, wenigstens sind die nicht auf einmal alle wieder da. Ja, ich sehe aber die nie, Alter. Die stehen nur auf einmal alle vor. Ach Gott. Jetzt habe ich durch die Wand geschossen. Auch nicht schlecht. Und wo ist der zweite? Der steht auch da. Aber ich sehe ihn nicht. Der steht da irgendwo. Irgendwo da steht ein zweiter. Und den sehe ich nicht. Jetzt bin ich genau neben ihm. Ist der raufgegangen oder was? Was soll das? Ich habe von oben alle Meier gemacht. Wie komme ich da jetzt wieder zum Stinghaus? Ach Gott, geht mir das auf die Nerven? Jawohl. Brauchen wir. Weil wenn dann noch einmal 5 auftauchen. So, ich hoffe, das waren jetzt die letzten.
Ja, das waren die letzten. Und der hat nichts. Oh ja. Geld. Okay, so, das waren jetzt zum Glück die letzten. Da gehe ich schnell durch und schaue, was ich da finde. Ein elektronisches Bauteil. Super, ich wette, mit dem können wir irgendwann einmal dann elektronische Pfeile herstellen. Man weiß es nur nicht genau. So, wieder Gewehrmunition dazu bekommen. So, schauen wir, was da jetzt abgeht. Ich hoffe, das war's. Kann ich da jetzt drauf fahren oder was? Nein, ich muss rauf wieder. Ja, dann gehen wir halt wieder rauf. So, und was mache ich da? Nix. Toll. Weiter rauf geht's auch nicht. Ich bin aber... Ach so, warte. Vielleicht muss ich ja... drinnen raufgehen irgendwie, ne? Vielleicht gibt's ja irgendwo Treppen nach oben. Schaut aber nicht so aus. Das ist ja echt, Alter. Wie soll ich denn da raufkommen? Da geht's ja gar nicht mehr weiter rauf. Außerdem, was mache ich dann da oben? Ah, da steht was. Nein, das war nix. So, das Problem ist, ich glaube, wir sind fertig. Finden Sie heraus, wer für das Rauchsignal verantwortlich ist. Und das werde ich auf dem Aufzug wahrscheinlich eher nicht schaffen. Hm? Denke ich mir mal. Wo war denn da das Treppenhaus? Der klappt sich das an da. Gehen wir mal rauf. Wo wir nicht weiterkommen. Toll. Einfach nur wahnsinnig super toll. So. Was ist das? Katastrophenpaket. Cool. GRE-Paket zum Quartiermeister, um Überlebenspunkte zu erhalten. Okay, Katastrophenpaket erhalten. Okay. Ah, ich habe denen ein GRE-Paket weggenommen. Super. Was mir aber nicht bei meiner Problematik weiterhilft, dass ich nicht weiß, wie ich da weiterkomme. Verdammt. Ah, das erinnert mich daran, dass ich auch noch aufs Klo muss, verdammt. Da gehen wir wieder raus, sonst pisse ich mich an, verdammt. Was muss ich da machen? Da kann ich nicht rausfinden. Wie soll ich auf dem Dach vom Aufzug rausfinden, wer das raucht? Ja, echt jetzt. Denken die nicht nach, oder was ist mit denen los, Alter? Wie soll ich... Ich bin jetzt da, wo ich hingehöre. Und kann aber nichts machen. Toll. Das gibt's ja nicht. Da muss ja irgendwo weitergehen. Ah. Okay. Jetzt sind wir wieder in der Altstadt. Okay, passt. Mhm. So, meine lieben Freunde, wir haben jetzt das da drinnen gemacht und das nächste Mal machen wir den anderen Wachturm. Ich hoffe, dass das da speichern wird. Und das Paket müssen wir dann das nächste Mal noch zum Quartiermeister bringen. Aber das machen wir alles das nächste Mal. Jetzt
wir sind in unserem Spielerversteck und bleiben auch da. Das heißt, wir speichern hier. Ja, das war's für heute wieder von Dying Light. Alles Liebe, alles Schöne, euer Peacemaker.